Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sandy und heute stelle ich dir ein Produkt vor. Testen durfte ich das Cool Shampoo über Brands You Love und Dankeschön, habe mich sehr gefreut und ich habe heute erst meine Haare wieder damit gewaschen, gerade vorher erst und wie du siehst, ich finde es super. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil da habe ich nicht aufgepasst, dass dieses Spülung, ich bin unvorbereitet, ohne Text, das ist eben Spontanaufnahme, mit Fehler. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist keine normale Spülung, wie man halt kennt, sondern das ist eine Gelspülung. Durch das ist es halt wirklich ein Gelkonzentrat und anfangs ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich es nicht richtig gelesen habe und habe halt dementsprechend mehr benutzt. Und wundert mich dann im Nachhinein beim Föhnen, da hat sich das alles so ein bisschen föhnig, wachsig angefühlt, fettig, wie auch immer. Und da dachte ich mir schon, ja, was ist da los mit dem Produkt? Ja, dann habe ich es mir nochmal genau durchgelesen und dann habe ich festgestellt, dass es Gel ist. Ja, dann dachte ich mir, Gel hat bestimmt ein dickeres Konzentrat und deshalb benutze ich halt einfach mal weniger. Jetzt habe ich bloß noch ein kleines Häufchen, sehr ergiebig, genau. Geltextur, ob du das siehst, richtig Gel, so kann man es feststellen, cool, auf jeden Fall ist es wirklich ein Gel, ja, fühlt sich aber an wie ein Gel, sehr ergiebig, riecht allerdings voll lecker, das Shampoo, also das Shampoo liegt total im Geruch ja schon. Und das ist mit Keratin Power Complex und für eben verblattes Haar und das verleiht halt eben kraftvolles Volumen. Ja, und das ist genau richtig für mein Haar. Und da war ich halt eben die richtige Testversion, würde ich sagen, weil ich habe eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr blattes Haar, ganz dünnes Haar. Und was ich sehr vorteilhaft finde bei dem Shampoo und Spülung, ich habe immer vorher das Problem, dass ich, wenn ich von der Badewanne rausgekommen bin, lagen halt dann überall Haare fest. Und wenn ich dann noch durchgegangen bin durch mein nasses Haar, habe ich dann auch schon einige Haare in der Hand, die ich halt eben verloren habe. Und ja, das hat mich immer gestört und das muss ich feststellen, das ist bei dem jetzt nicht mehr so. Das sind nur vielleicht 2-3 Härchen, die mir dann entfallen. Und das bin ich echt positiv überrascht von dem. Also, kaufst oder selber schon getestet hast, und das Problem hast mit dem Film, dann probier einfach mal viel, viel, viel weniger. Also man sieht's, ich benutze es jetzt schon über eine Woche und die Spülung ist wirklich ganz wenig, obwohl ich beim ersten Mal viel benutzt habe, muss man dazu sagen. Genauso wie beim Shampoo, du brauchst echt ganz wenig und es ist sehr ergiebig. Ja, die kleine Flasche habe ich natürlich noch dazu bekommen. Ich muss dazu sagen, ich bin wasch echt dabei und das ist mein erstes YouTube-Video ohne Text und ja, dementsprechend wirkt es halt auch. Ja, mich hat es gefreut, dass ich testen durfte. Vielen, vielen Dank und ja, in Zukunft wirst du vielleicht auf meinem Kanal mehr Produkttests sehen, denn ich teste sehr gerne Produkte. Und ja. Würde mich freuen. Wenn du Bock hast, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Kannst du mir auch gerne ein Like da lassen oder auch nicht, wenn es dir nicht gefällt. Übrigens kannst du auch bei mir auf Instagram vorbeischauen. Mein Name ist dort Sandreaslav. Also, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und wie auch immer, wenn du das anschaust, vierte, ciao.